Jo, moin moin, das ist in Hamburg das Wort. Also, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr dabei seid und dass ihr mir zuhören wollt. Jetzt kann man sich fragen, was haben denn eigentlich Lastwagen mit Digitalisierung zu tun und auch Services, die wir bieten? Ja, wir schrauben an LKWs, das ist schwere Arbeit, da geht es um Stahl und Gummi und da geht es auch um Öl. So denkt man das. Es hat sich ziemlich gewandelt. Auch in den letzten 7 Jahren mit einer gewissen Dynamik sind wir hin und sind immer mehr digitaler geworden. Nicht nur was die Fahrzeuge angeht, mit den Services, die wir bieten über die Fahrzeuge, sondern auch was die Digitalisierung unserer Werkstattprozesse angeht. Und da geht es natürlich auch um Effizienzen, da geht es um Produktivität, aber es geht auch darum, den Menschen das Leben in der Branche etwas einfacher zu machen. So, schön, dass Sie dabei sind, aber bevor wir einsteigen in die digitale Welt von MAN, ein kurzer Überblick, wer sind wir überhaupt, was machen wir überhaupt? MAN Truck und Bus, wir bauen Lastwagen, Busse und Vans und verkaufen die natürlich auch. Wir haben ein Portfolio, das vom 3,5 Tonner bis zum 40 Tonner LKW geht oder vom kleinen Minibus bis zum Stadtbus. Ihr kennt das hier vielleicht auch in der Hamburger City, fahren unsere Stadtbusse oder eben auch die Reisebusse, die wir sehen auf den Autobahnen. Die waren leider etwas gebügelt, wollte ich gerade sagen. Die haben etwas gelitten unter der Corona-Phase und kommen jetzt langsam wieder zurück auf die Straße. Wir gehören zum VW-Konzern. Das heißt, die Nutzfahrzeugaktivitäten der Volkswagen-Gruppe sind gebündelt in der Traton Group. Die Traton Group ist seit letztem Jahr auch an der Börse. Und zu der Traton Group gehört neben MAN Scania, eine schwedische Nutzfahrzeugmarke, Navistar, eine amerikanische Nutzfahrzeugmarke und Volkswagen Truck & Bus do Brasil. Das heißt also, hier haben wir 4 Lkw-Marken, die in die Traton Group gehören. Und neben der Lkw-Welt in der Traton Group, also alle Nutzfahrzeugaktivitäten von VW, gibt es Rio. Hat vielleicht jeder schon mal irgendwo gesehen oder gehört. Ist nicht der Fluss mit gemeint, sondern the digital flow. Das heißt also, Rio ist unsere Digitalmarke für alle Fahrzeugmarken innerhalb der Traton Group. Wir als MAN haben in Deutschland 430 Service-Standorte, Deutschland, Österreich und Schweiz. Wir haben das Ganze aufgeteilt, MAN Truck und Bus Area Central nennt sich das. Meine Geschäftsführung für Deutschland plus die Verantwortung für die beiden anderen Länder ergibt diese Area, umfassen eben diese 430 Service-Standorte. Und die teilen wir uns auf mit eigenen und mit Partnerstandorten. Also es gibt in dieser Welt viele Servicepartner, die für uns den Job machen, für unsere Kunden den Job machen, Service zu bieten. Es gibt einen 24 Stunden Mobile Service, das heißt ein LKW, ihr kennt das sicherlich auch aus verschiedenen Bereichen, der fährt nicht nur tagsüber, der fährt auch nachts und da kann mal was passieren. Also unser Service ist wirklich 24 Stunden. Wir bieten neben unserem Vertrieb von LKWs im letzten Jahr Trucks und Busse und Vans 34.000, ihr seht es hier an den Zahlen, 34.562, um es genau zu sagen, das war das letzte Jahr. Unter normalen Jahren vertreiben wir so etwa 40.000 Fahrzeuge, neue und gebrauchte Trucks, Vans und Busse. Das Ganze machen wir in Deutschland, Österreich und Schweiz hier mit etwas über 6.000 Mitarbeitern und wir setzen auch einen sehr starken Punkt auf die Ausbildung, das heißt, fast 500 Azubis sind bei uns im Einsatz, die bei uns verschiedenste Jobs lernen. Das sind Mechanikerjobs, das sind kaufmännische Jobs, das sind aber auch Jobs im indirekten Bereich, wie wir das nennen, wo es dann auch um Digitalisierung und die Entwicklung unserer LKWs geht. Wir haben wir haben es gerade gehört, in unserer Branche, wie in vielen anderen Branchen auch, einen extremen Fachkräftemangel. Das ist das eine Thema, da gehe ich dann auch später noch mal kurz drauf ein, was das für uns bedeutet. Fachkräftemangel in unseren Werkstätten, Mechaniker, die uns fehlen. Und das haben wir gerade gehört, in Deutschland fehlen alleine 80.000 Lkw-Fahrer und das ist ein gesellschaftliches Thema. Neben diesen Herausforderungen haben wir eben die Megatrends unserer Branche, auf die ich ein bisschen näher eingehen werde. Das eine Thema ist natürlich, was ich eingangs sagte, was machen wir denn mit der Digitalisierung? Was gibt es da für digitale Services in unseren LKWs und was gibt es für digitale Services in unseren Werkstätten? Wie digitalisieren wir unsere Werkstattprozesse
von der Reparaturannahme, von der Planung heran bis hin zur Auslieferung des Fahrzeuges und Rückgabe des Fahrzeuges an den Kunden. Und das nächste Thema ist natürlich bei uns auch Elektrifizierung. Elektrifizierung unserer Lkw-Flotte hat bereits angefangen. Mit einer Kleinserie sind wir 2019 gestartet im Verteilerbereich, also Fahrzeuge, die die Innenstädte fahren und Güter dort verteilen. Weiter geht es im nächsten Jahr. Ihr seht diesen in der Mitte hier, den etwas schwereren Truck mit der roten Nase. Das wird unser Truck für nächstes Jahr, den wir voll elektrifiziert auf die Straße bringen und wo wir dann mit einer Großserie starten werden. Und MAN Truck und Bus hat sich vorgenommen, bis zum Ende dieses Jahrzehnts die Hälfte aller Fahrzeuge elektrisch zu produzieren. Und Ende dieses Jahrzehnts, das ist dann das rechte Bild, Automatisierung, also autonome Fahrzeuge, wollen wir auf die Straße bringen. Und da bedarf es natürlich an vielen, vielen digitalen Lösungen. Und das ist unser großer Plan, bis zum Ende dieses Jahrzehnts dann wirklich auch autonome Fahrzeuge unseren Kunden an die Hand zu geben, die dann die Hub-to-Hub-Verkehre von Nord bis Süd, Ost bis West auf den Autobahnen entsprechend bedienen werden. Schauen wir uns aber mal an, anhand eines kleinen Films, wie es aussieht mit den Services von MAN in der digitalen Welt. Unsere Trucks sind für die Straße gemacht. Deshalb sorgen wir dafür, dass sie möglichst lange im Einsatz bleiben. Genau wie unsere Kunden das tun. Deshalb arbeiten wir jeden Tag daran, Standzeiten zu vermeiden. Genau wie unsere Kunden das tun. Deshalb endet unsere Verantwortung nicht mit dem Verkauf eines Trucks. Sie beginnt damit. Verschleiß wird immer präziser vorhersagbar. Schon heute können wir Wartungen und Servicetermine vorausschauend koordinieren. Aber sollte es wider Erwarten doch einmal zu einem unvorhergesehenen Ausfall kommen, sind Sie nicht allein. Mithilfe der MAN Driver App können Sie den Schaden bequem melden. Eine Sprachverbindung zu einem unserer Service-Mitarbeiter wird dabei automatisch aufgebaut. MAN Service Mobile 24, was kann ich für Sie tun? Ja, ich kann alle Informationen zu Ihrem Fahrzeug sehen. Welches Problem haben Sie denn genau? Dort laufen alle verfügbaren Daten zum Fahrzeug und zu dem möglichen Schaden zusammen. So kann die Werkstatt schnellstmöglich die Ursache finden und die richtigen MAN-Originalteile oder das passende Werkzeug bereithalten. Noch bevor der Service-Mitarbeiter das Fahrzeug überhaupt gesehen hat. So stellen wir sicher, dass der Truck so schnell wie möglich wieder dort ist, wo er hingehört. Auf der Straße. An dieser Stelle könnten wir uns zufrieden zurücklehnen. Das machen wir aber nicht. Wir lernen aus der Vergangenheit. Dank künstlicher Intelligenz minimiert MAN Service Care zukünftig Ausfallzeiten noch weiter. MAN Mobile 24. An Ihrem Fahrzeug wurde ein Defekt festgestellt. Ein MAN-Mitarbeiter ist auf dem Weg zu Ihnen. Und weiter. Genau wie unsere Kunden. Ja, und ganz getreu nach dem Motto, das ist unser Slogan, damit Fahren läuft. Wir stehen morgens nicht nur auf, um LKWs, Vans und Busse zu bauen, sondern wir kümmern uns darum, damit Fahren läuft, wie wir sagen. Und wir lassen eben unsere Fahrerinnen und Fahrer und auch unsere Kunden natürlich und die Fuhrparkmanager damit nicht alleine. Das ist unser Job. Deswegen stehen wir auf und wir arbeiten daran, dass wir wirklich auf 100% Uptime kommen. Und dabei sollen uns natürlich auch die Digitalisierung der Prozesse helfen. Natürlich auch unseren Kunden. Wie machen wir das? Es gibt MAN Digital Services. Das zeigt uns hier das linke Bild auf der Folie, wo wir unseren Kunden über die aktivierten Rio-Boxen in unseren Fahrzeugen Konnektivität herstellen und wo wir digitale Dienste anbieten, die der Kunde über eine Plattform bei uns für sein Fahrzeug buchen kann. Darüber hinaus gibt es dann in diesem Digital-Service-Bereich auch Dienste, die er zusätzlich buchen kann,
um zum Beispiel Telematerdienste zu nutzen, Routenplanung zu machen, Werkstattaufenthalte zu planen. Also alles, was Fahrzeug angeht, Fuhrparkmanager, Kunde angeht, das verbinden wir mit dem Angebot unter MAN Digital Services. Und dann geht es weiter, die Verbindung in den digitalen Werkstattprozess. Das heißt also die Schnittstelle vom Fahrzeugkunde mit den Diensten, die er gebucht hat, über die Rio-Plattform hin zu den Prozessen in unsere Werkstatt zu digitalisieren. Wir haben bei MAN Digital Services verschiedene Angebote drin. Ich habe hier einfach nur mal ein paar dabei. Das ist natürlich Fahrzeugordnung, dass ich anschließend genau sehe, wo ist mein Fahrzeug unterwegs, ein Navigationssystem sozusagen integriert. Ich habe die Möglichkeit, mit den Telematikdiensten eben auch das wirtschaftliche Fahren zu unterstützen. Alle Daten, die wir abgreifen von unserem Fahrzeug, stellen wir hier zur Verfügung, um Auswertung zu fahren, um Tipps zu geben. Da gibt es auch Connected Co-Driver, die sich dazuschalten, die den Fahrer kontaktieren und sagen, hey, nutzt mal ein bisschen mehr den Tempomaten oder geh oder hier oder da mal ein bisschen vom Gas, um dort zu helfen. Also, das ist das Thema mit den Diensten und auch Wartungs- und Reparaturverträge zu managen, zu digitalisieren unter Service Care ist damit gemeint. Die Fahrerunterstützung haben wir gerade gesehen mit der Fahrer-App und eben auch, was in dem Film gerade illustriert wurde, ist das Thema Over-the-Air-Reparaturen. Das verstehen wir unter MAN Digital Services. MAN Now, vielleicht nur ganz kurz zu diesem Feature etwas gesagt. MAN Now bedeutet, ich kann diesen Dienst gebucht haben über die Rio-Plattform in meinem Fahrzeug. Der Fuhrparkmanager kann das von seinem Büro aus organisieren, dass er zusätzliche Over-the-Air-Dienste buchen kann, ähnlich wenn wir uns ein iPhone-Update runterladen für unser Smartphone. Wie kann das zum Beispiel aussehen? Ja, stellen wir uns einmal vor, ein 40-Tonner-Lkw fährt von Hamburg nach München mit 20 Tonnen und in Garching bei München lädt er nochmal 20 Tonnen auf oder lädt nochmal 10 Tonnen auf, weil ungefähr 30 Tonnen Nutzlast hat er, und fährt dann mit über 40 Tonnen Richtung Italien. Hat 470 PS, denkt sich, ist ein bisschen mager, ich brauche ein bisschen mehr PS, ich brauche ein bisschen mehr Drehmoment und ich habe meine Abladezeit in Verona bei Barilla. Die muss ich einhalten. Also buche ich mir Over-the-Air mit MAN Now mal 40 PS dazu. Das ist das, was wir anbieten mit MAN Now, Over-the-Air zusätzliche Dienste buchen. Und das ist nur ein Beispiel, was wir damit verbinden. Die MAN Driver App, die soll das Leben der Lkw-Fahrer einfacher machen. Die soll nicht nur in einem Schadensfall eben dem Lkw-Fahrer die Möglichkeit bieten, dass er schnell an Hilfe kommt. Die soll auch, wenn dann diese Hilfe eben organisiert wird, dem Notdienstmechaniker die Möglichkeit geben, dass er eben schnell weiß, wo steht der Lkw, was für Probleme hat der Lkw, es muss nicht mehr telefoniert werden, es müssen keine E-Mails geschrieben werden, sondern das wird alles über diese App geregelt. Also Schnittstelle vom Fahrer hin zum Notdienstmonteur. Er kann sich Lkw-Stützpunkte aussuchen, er kann seine Mitgliedschaft, das ist ein Gimmick, das ist etwas für Wertschätzung und für Image der Marke, nutzen, an dem Truckers World Club bei MAN beizutreten. Und er kann auch die digitale Abfahrkontrolle machen. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil, wenn es um sicherheitsrelevante Themen geht, wenn es darum geht, auch mal nachzuweisen, habe ich tatsächlich eine Abfahrtkontrolle gemacht, wenn beispielsweise auf der Autobahn mal ein Reifen platzt, ein Schaden entsteht, jemand drüber fährt, ein größerer Schaden entsteht. Und es ist auch wichtig, dass man nachweisen kann, eine Abfahrkontrolle gemacht zu haben. Gehört als Pflicht zu einem jeden Lkw-Fahrer und Fahrer. Hier ist mal beschrieben unsere digitale Werkstattwelt. Ja, also ich habe gerade davon berichtet, Rio ist unsere Plattform für die Connected Vehicles. Die Driver-App, die gibt die Möglichkeit, die Schnittstelle zwischen Fahrer, Notdienst und auch Werkstatt zu bieten. Service Care haben wir gerade gehört, das ist unser Produkt für Predictive Maintenance, die ganzen Wartungen als solches auch zu organisieren. Über den Fuhrparkleiter hin zur Werkstatt kann er dann über Service Booking direkt an irgendeiner Werkstatt in Europa sich einen Termin buchen und kann sagen, dann und dann bin ich mit meinem Fahrzeug in Verona und ich brauche einen Service, weil dann hat er die 100.000 Kilometer auf der Uhr. Das heißt, das kann der Fahrer, der Fuhrparkmanager mit Service Booking alles noch autark machen, bis das Fahrzeug dann bei uns ankommt. Und da gibt es dann einen digitalen Service Check-in. Unsere Werkstätten sind alle so ausgerüstet, dass die Meister rausgehen an das Fahrzeug mit dem iPad und wissen schon über das Fahrzeug, was den Termin gebucht hat, Fahrzeugstand, sprich Kilometerstand, sonstige Schäden, die gemeldet wurden, mögliche Updates, die gefahren werden müssen, technische Informationen, die abgearbeitet werden müssen, werden dort hinterlegt. Entdeckt er dann einen zusätzlichen Fehler,
am Fahrzeug gibt es Service Calculation. Da kann er dann gleich über das iPad reintippen und da wird ihm explosionsartig gezeigt, was für Teile werden benötigt, wie viele Stunden werden dafür gebraucht und diesen Kostenvoranschlag kann er dann gleich Richtung Kunden digital schicken und der sieht dann, okay, mein Fahrzeug ist angekommen, zusätzliche Schäden wurden erkannt, das ist der Preis, der Kunde braucht dann nur noch auf den Button drücken, machen ja oder nein. Also das hilft uns natürlich auch in unseren Umsätzen. Das war für uns ein wichtiger Aspekt, schnell dem Kunden Feedback zu geben, was ist los mit deinem LKW, um dann natürlich auch die Chance zu haben, Zusatzarbeiten zu verkaufen. Das Ganze fliegt dann in eine digitale Fahrzeugakte. Und der Monteur, der dann den Auftrag bekommt, der war früher noch mit einem schmierigen Zettel unterwegs, wo er mit Kugelschreiber draufgeschrieben hat, was er dann repariert hat in dem Auto. Der Meister hat gesagt, geh mal raus, der Spiegel links muss erneuert werden, hat aber dabei vergessen, dass Fahrtrichtung links gemeint ist und nicht der Spiegel auf der rechten Seite, wenn man davor steht. Das war früher, das gibt es heute nicht mehr. Heute hat der Monteur ein iPad und er kann dann auch die Arbeitsschritte dort sauber dokumentieren, wie lange er tatsächlich gebraucht hat. Und wenn es mal eine knifflige Aufgabe war, wo er ein bisschen länger für gebraucht hat, dann kann er auch das reintippen oder er kann es auch per Voicemail reinsprechen in die Fahrzeugakte, auch in der Landessprache, Fachkräftemangel. Auch wir haben in unseren Werkstätten viele Kolleginnen und Kollegen, die aus anderen Ländern kommen, die andere Sprachen sprechen, die können auch ohne weiteres in ihrer Muttersprache bei uns in der Werkstatt arbeiten und das hier reinsprechen, sodass es dann am Ende bei der Rechnungslegung, bei der automatisierten Rechnungslegung mit in den Rechnungstext für den Kunden reinkommt, um zu erklären, warum die eine oder andere Reparatur etwas länger gedauert hat. Hat der Monteur zwischendurch eine Frage und weiß nicht weiter, weil es eine knifflige Aufgabe ist, dann gibt es die Service Support App. Ja, das ist das Ding kurz vor dem Scanner hier auf dem Bild, wo er sich dran wenden kann. Da gibt es eine Q&A-Plattform, wo er sich dann mit allen Mechanikern in Europa unterhalten haben, die möglicherweise ein ähnliches Problem schon mal gehabt haben. Geht es weiter durchs Lager, alle Teile, die wir verbauen in einen Werkstattauftrag, werden über Scanner erfasst und dann geht es wirklich in die digitale automatisierte Rechnungsstellung, die wir dann dem Kunden zukommen lassen. Und dann gibt es bestimmte Kreditlimits für verschiedene Kunden, die wir eingerichtet haben, sodass auch das ganze Bezahlen vorbei ist, dass wir da also nicht irgendwie noch vorher kassieren müssen, sondern der Lkw-Fahrer kann sich wieder reinsetzen und kann losfahren und dann ist das für uns die Story, wo wir sagen, Uptime so kurz wie möglich oder so gut wie möglich gehalten, den Werkstattaufenthalt so kurz wie möglich eben gehalten. Ja, wir haben jetzt mal überrissen, was meinen wir mit der Digitalisierung. Elektrifizierung, Automatisierung habe ich gesprochen, vielleicht dann jetzt mal der Punkt, wo ich sage, das hilft uns alles nichts, wenn wir den Beruf des Lkw-Kraftfahrers und Kraftfahrerinnen noch attraktiver machen. Was meine ich damit? Wir bauen einen wirklich komfortablen Lkw, das ist der neuesten Generation, haben wir vor 3 Jahren vorgestellt, der wirklich sehr komfortabel ist für einen Lkw-Fahrer, indem er wirklich mehrere Wochen lang auch bequem unterwegs sein kann, wo er eine ordentliche Kabine hat, ein ordentliches Bett drin hat, eine vernünftige Verbindung hat über mobile Hotspots etc. pp. Das ist das eine, was wir machen können. Aber wir haben eben in der Branche, und das geht mir wirklich persönlich sehr ans Herz, wir können digitalisieren, so viel wir wollen, wenn wir das Problem nicht lösen, Fahrermangel, sprich Fahrerinnen und Fahrer, für diese Branche zu gewinnen. Das ist nicht mehr nur ein Problem der Spedition. Das ist unser aller Problem. Alle, die wir hier sitzen, konsumieren und haben gerade irgendwas in der Hand, was irgendwo irgendwann mal auf dem LKW lag. Kein Kühlschrank ist gefüllt, keine Tankstelle hat Sprit, wenn wir die Versorgungslage nicht herstellen. Wenn wir nicht genug Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer haben. Und warum ist das so? Weil dieser Job einfach nicht besonders populär ist. Ja, und er ist auch schlecht bezahlt. Und dann kommen Sie als Kraftfahrer an eine Raststation gefahren, da sind nicht mal saubere Toiletten. Und dann reden wir darüber, dass wir die Frauenquote erhöhen müssen unter den Kraftfahrerinnen und Kraftfahrern. Damit wir auch diese Gruppe ansprechen, in der Bevölkerung in diesen Job einzusteigen. Funktioniert aber nicht mal, wenn es nicht mal irgendwo eine saubere Toilette gibt. Oder wenn man irgendwo an die Rampe fährt und blöd angelabert wird und auch noch beschimpft wird, unter Zeitdruck ist und dann noch selber die Paletten vom Auflieger ziehen muss. Also ist kein Job, der besonders viel Spaß macht. Und was wir machen, neben der Digitalisierung die Welt für die Lkw-Fahrer, für unsere Kunden, aber auch für unsere Servicekräfte in den Betrieben zu optimieren, ist wirklich dafür einzustehen als Unternehmen, dass verdammt nochmal dieser Job essentiell wichtig ist für uns alle.
und dass wir verdammt nochmal Lkw-Fahrerinnen und Fahrern deutlich mehr Respekt zukommen lassen und deutlich mehr Wertschätzung. Das fehlt an allen Ecken und Kanten. Es geht mir ein bisschen ans Herz, das ist auch immer sehr emotional, weil ich will hier keine Lkw-Werbung für MAN machen. Ich möchte einfach überall, wo ich auftrete, sagen, dass das verdammt nochmal wichtig ist. Ihr habt das alle mitbekommen in UK, als nach dem Brexit alle Fahrer raus sind, weil es nicht mehr EU war. Und dann hat man gesehen, ups, ist ja kein Sprit mehr an den Tankstellen. Die Supermarktregale sind leer. Da hat man Soldaten eingesetzt. Und wir haben es geschafft, während der Corona-Pandemie zwischendurch mal zu klatschen, wenn der Lastwagenfahrer sonntags die Regale im Supermarkt voll gemacht hat, weil wir nicht mehr ins Restaurant gehen konnten. Der ist gefahren. Der konnte kein Homeoffice machen. Und wie wichtig dieser Job ist, das erzählen Ihnen mal diese Herren und vielleicht auch eine Dame, ich weiß es gar nicht. Ich fahre circa 75.000 Kilometer im Jahr. So circa 60.000 Kilometer. 65.000 Schwerlastkilometer im Jahr. 20 Jahre als Berufskraftfahrer bin ich 2,4 Millionen Kilometer international unterwegs gewesen. Doi, 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 unfallfrei. Ich befördere zurzeit Lebensmittel. Ich fahre ein Kühlfahrzeug. Pakete, alles was bewegt werden muss. Müll, Holz, Erde, Bauschutt, was im Container gefahren werden kann, fahren wir. Als Kran-Monteur macht man mehrere Dinge gleichzeitig. Man ist Lkw-Fahrer, Elektriker, Monteur. Die Baubranche boomt, viele Baustellen fliegen rein. Man hat ja schon jeden Tag wieder so seine Herausforderungen. Egal zu welcher Jahreszeit, egal zu welchem Wetter, das, was im Displayland steht, das wird gemacht. Ohne Schäden jeden Tag nach Hause zu kommen, das ist für mich eigentlich der Schulterklopfer schlechthin. Man bewegt schon was. Wenn es keinen Lkw-Fahrer mehr geben würde, dann würde die Wirtschaft in Deutschland zusammenbrechen. Ich fahre für Deutschland. Weil Deutschland mich braucht. Wir leisten unseren Teil dazu, dass die Infrastruktur besser wird. Es ist kein leichtes Beruf, ist aber ein schönes Beruf. Fahren für Deutschland, wir bewegen unser Land. Die Initiative von MAN, MAN Financial Services und MAN Truckers World bei MAN. Über 100 Speditionen machen mit, fahren dieses transparent durch Deutschland. Social Media Aktivitäten gibt es ohne Ende dazu. Es gibt auch einen Fahrerhilfsfonds. Es gibt Fahrer, die geraten in Not. Und aus diesem Fonds heraus bedienen wir dann die Familien und die Angehörigen für schwer betroffene Fahrer. So viel zu meinem Vortrag. Ich sage vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt, dass ihr mir zugehört habt. Ich hoffe, ich habe euch so einen kleinen Einblick geben können in die Digitalisierung der Lkw-Welt, Fahrzeug- und Werkstattprozesse. Und ich hoffe, ich habe euch ein Stück weit auch transportieren können. Und das ist auch meine Bitte, das weiter zu transportieren, wie wichtig es ist, dass Lkws auch in Zukunft von Fahrerinnen und Fahrern bewegt werden. Das Autonome ist eine Ergänzung, das kommt dann später dazu. Und macht bitte überall Werbung für diesen Job und schenkt ihn, wo ihr könnt, ein Stück weit mehr Respekt. Vielen Dank. Lieber Christoph, bleib doch bitte noch hier bei mir kurz auf der Bühne. Erstmal zu der Initiative für Deutschland. Challenge verstanden. 80.000 ist gerade die Lücke der Fahrer, die uns aktuell hier in Deutschland fehlt. Und Hand aufs Herz, auch im Zuge des demografischen Wandels werden wir da eher auf eine sechsstellige Zahl kommen. Was macht ihr denn neben dieser Initiative oder mit dieser Initiative konkret, um dieses Gap zu schließen? Also konkret sind es wirklich Maßnahmen, wo wir an beispielsweise Autohöfe geben. Wir haben zwischen Weihnachten und Neujahr riesengroße Transparente aufgehangen, die wirklich weit vom Weiten zu erkennen sind, wo wir einfach gesagt haben, danke, dass ihr für Deutschland fahrt, und haben dann in ganz Deutschland für alle Lkw-Fahrer zwischen Weihnachten und Neujahr Kaffeebons rausgegeben. Einfach sagen, ihr könnt auf MAN-Kosten Kaffee trinken, habe ich ausgegeben. Das war so eine Maßnahme einfach von unserer Seite, was wir tun können. Weiter sammeln wir natürlich auch Unternehmen ein, Speditionen ein, die mitmachen, die mitfahren.
die auch unterstützen in diesem Härtefonds, die dann entsprechend wieder gespendet werden können. Wir haben immer den Fahrer des Monats, der kann sich bei uns bewerben auf der Plattform über MAN Truckers World, wo er sagen kann, das ist mein Job, das ist mein Transport und das ist das Gesicht dazu und deswegen fahre ich für Deutschland. Also eine Menge Aktivitäten, die wir dort fahren. Darüber hinaus, vielleicht noch ein Beispiel, ist das Thema Dockstop, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn du als Lkw-Fahrerin oder Fahrer unterwegs bist, musst zum Zahnarzt, hast aber 40 Tonnen hinten drauf, dann kannst du schlecht vor der Zahnarztbude mitten in der Innenstadt parken. Also gibt es Dockstop, die sind dann mobile Ärzte, die unterwegs sind. Da kann er einen Termin über die Fahrer-App buchen und sagen, ich brauche einen Zahnarzt, ich brauche einen sonstigen Arzt. Ich bin in einer Stunde, zwei Stunden an den und dem MAN-Stützpunkt. Wir haben alle unsere Stützpunkte für Lkw-Fahrerinnen und Fahrer aufgemacht, wenn sie so einen Arzttermin brauchen. Und zwar egal, welche Marke sie fahren. Ob es ein MAN ist oder ein Mercedes, ist mir an der Stelle egal. Die sind bei uns willkommen und können dann ihren Arztbesuch erledigen. Und ich habe gelesen, ihr habt auch eine Akademie, wo ihr eigene Fahrer ausbildet. Das heißt, ihr fangt wirklich auch ganz vorne an. Ihr greift nicht nur quasi das weg, was der Markt schon bietet, sondern sorgt auch dafür, dass es Nachwuchskräfte gibt. Kannst du da vielleicht noch ein paar Sätze zu sagen? Ja, das ist unsere Profi-Drive-Akademie. Das sind so gelbe LKWs mit einem schwarzen Löwen drauf. Der Löwe ist ja unser Markenzeichen. Und da werben wir für, dass wir junge Nachwuchsfahrer bekommen, die wir dann ausbilden und dem Markt zur Verfügung stellen. Ist aber auch viel Symbolik, ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist für uns als Lkw-Hersteller auch nur begrenzt möglich, da wir können nicht hunderte von Fahrern einstellen. Aber wir bieten diese Dienstleistung natürlich auch für unsere Kunden an, dass sie über unsere Fahrschule namens Profi Drive auch an eine Ausbildung kommen, die noch bezahlbar ist. Danke dafür. Ihr habt hier noch ein paar Fragen über Slido gestellt. Ich möchte euch bitten, erstmal keine weiteren zu stellen, weil mit Blick auf die Zeit sind wir nicht in der Lage, die alle zu beantworten. Aber es sind definitiv ein paar Fragen von euch dabei, die, denke ich, auch alle von euch interessieren. Tim hat zum Beispiel gefragt, wie hoch ist denn die Reichweite eurer elektrischen Trucks und wo werden die geladen? An den Autobahnen gibt es üblicher nur die Ladesäulen für die PKWs. Armfüllendes Thema, ja. Also, erste Frage, die Reichweite unserer Fahrzeuge, die Tagesreichweite bringt dann nächstes Jahr 800 Kilometer. Das heißt also, wir können mit einer vollen Batterie, wenn er 6 Packs an Bord hat, da kann man zwischen 2 und 6 Packs wählen, je nachdem, was man für einen Transport fährt, wählt man dann die Batterie. Und mit der großen Batterie kommt man eben bis zu 800 Kilometer am Tag. Und die Verfügbarkeit der Ladesäulen? Frage 2 ist ein großes Thema, was wir zusammen mit der Politik gerade stemmen. Mhm. Wir als Traton Group haben zusammen eben mit Daimler und Volvo, die beiden anderen großen Hersteller, einen Joint Venture gegründet mit dem Ziel, in Europa 1700 Lkw-Ladestationen hochzubauen. Das sind dann Megawatt-Charger, die 750 bis 1000 kW laden können. Das heißt, da ist ein Lkw dann in 45 Minuten auch wieder voll gecharged, um weitere 400 Kilometer zu kommen. Und dieses Joint Venture ist gestartet und wir haben da als Unternehmen 500.000 reingebracht, um diese Ladesäulen zu installieren. Da auch gleich eine Anschlussfrage von Anonym. Wird es da eine Reservierungsfunktion dann geben für diese E-LKWs oder wie kann man sich da als Fahrer organisieren? Also die Fahrzeuge als solches kann man mieten oder kaufen oder leasen, ganz normal. Und wenn man so einen Ladepunkt braucht, ich weiß nicht, ob das die Frage ist, dann kann man den über eine App entsprechend buchen, ja? Dass man dann sagt, ich bin dann und dann da, ich hätte gern die Säule. Wer Tesla kennt, der weiß, wovon ich rede. Und da habt ihr dann quasi ein Reservierungsfenster, was ich rechtzeitig buchen kann, was mir dann freigehalten wird als Fahrer? Ja. Okay, dann auch noch eine spannende Frage. Du hast ja eure App vorgestellt. Wie ist denn die Akzeptanz der Kunden für die MAN Digital Services und wie viele Fahrzeuge oder Flottenmanager nutzen aktiv MAN Rio? Mittlerweile sind es über 80.000 Fahrzeuge, die Dienste genutzt haben. In Summe muss man sagen, wir haben auf Deutschlands Straßen 230.000 MAN-Fahrzeuge, LKWs, ja. Und die Rio-Boxen mit den kostenfreien Diensten, die sind zu 80% gebucht. Also das heißt, 80% der 230 bis 240.000 LKWs auf unseren Straßen haben Rio aktiviert. Und 80.000 insgesamt haben auch zusätzliche Dienste gebucht.
Okay, ich glaube, damit ist diese Frage auch beantwortet. Julian Steiner hatte noch gefragt, weitere Details zur Elektrifizierung und Ladeinfrastruktur. Ich glaube, dazu hast du gerade Auskunft gegeben. Dann letzte Frage von Georg. Wie offen sind denn die Lösungen, die ihr anbietet für freie Werkstätten? Es gibt Schnittstellen, die offen sind, aber nicht zu 100%. Da müsste man jetzt ein bisschen mehr ins Detail gehen. Die Rio-Plattform ist offen für andere Dienste. Das heißt, dort kann man andere, zum Beispiel Telematikdienstleister, die in einem Fuhrpark bereits implementiert sind, integrieren. Okay. Ansonsten könnt ihr da nochmal in den Vier-Augen-Austausch treten, lieber Georg. Gerne. Vielen, vielen Dank. Das waren sehr spannende Einblicke in viele Innovationen, die uns da am Markt erwarten. Großen Applaus bitte für Christoph Huber.